Liebe Brüder und Schwestern, liebe Israel-Freunde, wir wollen uns unter einige Gottesworte stellen zu dem Thema die Palästinenserfrage und der Libanon-Konflikt im Lichte der Heiligen Schrift. Ich lese zuvor die bekannten Worte aus 1. Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterlande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich lese weiter in Kapitel 13 des ersten Buches Mose. Da nun Lot sich von Abraham geschieden hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend. Denn alles das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich. Dazu möchte ich noch ein Wort aus Hesekiel Kapitel 35 lesen. Hesekiel Kapitel 35, Abvers 1. Das Herrenwort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, richte dein Angesicht wieder das Gebirge Seir und weissage da wieder. Und sprich zu ihm: So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg Seir, und meine Hand wieder dich ausstrecken und will dich gar wüst machen. Ich will deine Städte öden machen, dass du sollst zur Wüste werden und erfahren, dass ich der Herr bin. Darum, dass ihr ewige Feindschaft tragt wieder die Kinder Israel. Und triebet sie in schwer zur Zeit, als ihnen übel ging und ihre Missetat zu Ende gekommen war. Vers 10, und darum, dass du sprichst, diese beiden Völker mit beiden Ländern müssen mein werden, und wir wollen sie einnehmen, obgleich der Herr da wohnt. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, will ich nach deinem Zorn und Hass mit dir umgehen, wie du mit ihnen umgegangen bist aus lauter Hass. Und will bei ihnen bekannt werden, wenn ich dich gestraft habe. Soweit die Schriftlesung. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir im ersten Augenblick dieses Thema hören, geht vielleicht ein inneres Nachdenken durch unsere Herzen. Können wir als Kinder des lebendigen Gottes überhaupt in diese Tagespolitik eingreifen, indem wir einen derartigen Vortrag haben? Oder uns informieren über den Libanon-Konflikt und die Palästinenserfrage? Sagt nicht schon der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe: Ein politisch Lied, ein garstig Lied. Ist das unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu, uns mit diesen politischen Tagesdingen zu befassen? Ich nehme an, dass es Ihnen immer wieder neu geht, dass Sie als Gemeinde Jesu Ihren Standpunkt überdenken. Wie können wir als Gläubige die Zeichen der Zeit beurteilen? Und wie können wir als Gläubige trotzdem in den Richtlinien der Bibel bleiben, wo der Heiland selber gesagt hat: Wer das Schwert nimmt, der kommt durch das Schwert um. Und damit wir nicht von vornherein einem Missverständnis unterliegen, möchte ich ganz deutlich sagen: Wir als Gläubige des Neuen Testamentes leben nach dem Wort Jesu: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet, wir sind Kinder eines Reiches, das gebaut ist durch die Liebe und durch das Blut des Gottessohnes von Golgatha. Und in dieser seiner Liebe erlöst, sind wir berufen zu einem himmlischen Reich, das nicht den Gesetzen, Machenschaften und Vergänglichkeiten dieser Welt unterworfen ist. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, und als solche, die wir durch die Liebe des Heilandes auf Golgatha erlöst sind, lieben wir alle Menschen. Wir lieben alle Völker, wir lieben alle Rassen, wir lieben Menschen in allen Ideologien, ganz gleich von welcher Ideologie ein Mensch behaftet sein mag, ob es Kommunismus oder ein anderer Ismus ist. Wir lieben die Israelis um Jesu Willen, genauso wie die Araber. Und wir lieben die Araber um Jesu Willen, genauso wie die Menschen, die man Palästinenser nennt. Und wie der Heiland für seine Mörder gebetet hat, so beten wir für alle Menschen. Und wie Paulus uns im 1. Timotheusbrief auffordert:
auch für alle Obrigkeit, die in dieser Welt ist, selbst wenn diese Obrigkeit noch so gottwidrig wäre. Ich muss von vornherein diesen Standpunkt hier einnehmen, damit nicht jemand denkt, dass heute Abend hier ein pro-israelischer Vortrag stattfindet und wir uns mit einem fleischlichen Israel identifizieren, einem Israel, das zwar Gottes Volk ist von der Verheißung her, aber das noch nicht erlöst ist und das noch nicht zu dem Reich gehört, wo einst ihr König Jesus Christus, der König der Juden, vor Pilatus bekennt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte bitten, dass wir von vornherein diese biblische Objektivität festhalten, dass wenn wir über diese Frage sprechen, wir in einer herzlichen Sünderliebe zu allen verlorenen Menschen stehen, auch zu den Menschen, über die wir heute Abend klassifiziert sprechen müssen. Weil es einfach von der Heiligen Schrift im Heilsplan Gottes und so berichtet wird. Und der Heilsplan Gottes berichtet eben von dem auserwählten Volk Israel. Und dieses auserwählte Volk Israel ist der Augapfel Gottes. Das sind biblische Fakten, die wir berichten müssen. Und genauso müssen wir heute Abend darüber sprechen, dass viele Völker und einige Völker besonders und aus diesen Völkern wieder besonders einige Menschen in einem furchtbaren Hass gegen Israel stehen und somit gegen Gott stehen, wie wir es eben hier aus Hesekiel 35 hörten, aus lauter Hass, übersetzt Luther so deutlich. Wir müssen einfach über diese Dinge klassifiziert sprechen. Hier ist das Heilshandeln Gottes mit Israel und auf der anderen Seite tobt der Satan in den unerlösten Völkern gegen Israel. Wenn wir aber diese Fakten hier darlegen, tun wir es engagiert in der Liebe zu allen verlorenen Sündern und Menschen und möchten, dass sich alle Araber und alle Israelis und alle Palästinenser zu dem Sohne Gottes bekehren. Ich möchte das von vornherein klarlegen, damit wir nicht hier in den Verruf kommen, dass wir einseitig für Israel Partei nehmen. Wenn wir dann über diese Dinge sprechen, müssen wir natürlich Dinge bei Namen nennen. Und wir müssen das so sagen, wie es ist, wie die Fakten sich heute darstellen, wie wir sie in Israel erlebt haben, und was die Heilige Schrift in der Liebe, aber auch in der Deutlichkeit dazu sagt. Ich danke, dass Sie mir für den Anfang zugehört haben und dass Sie nun meinen Ausführungen so folgen können, dass es mir heute Abend um diese Objektivität geht. Und mir ist es auf allen 21 Reisen ins Heilige Land um diese Objektivität gegangen, dass wir mit allen Menschen, mit denen wir zu tun hatten, diese Liebe Christi zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind 2 Jahre lang in arabischen Hotels gewesen und die Araber, die waren glücklich, wenn wir kamen. Und sie konnten ihr erstaunlich unterdrücken, dass wir als Europäer, als Christen kommen und immer wieder sagten sie uns, ihr liebt das arabische Volk. Natürlich lieben wir das arabische Volk, wir haben ihnen aber auch gesagt, warum wir es lieben. Wir lieben es, weil das Blut von Golgatha auch für das arabische Volk geflossen ist. Und das möchte ich von Anfang ganz klar und deutlich sagen, dass nicht irgendwie eine Unstimmigkeit, irgendwie eine Spannung aufkommt, dass wir heute Abend hier pro Israel miteinander uns unterhalten. Nachdem nun diese Vorbemerkung klar und deutlich ist, möchten wir nun zu dem Thema kommen. Ich möchte dieses Thema aufgliedern und möchte als erstes, um den Einstieg zu haben, etwas sagen, was Sie zwar alles wissen. Aber ich möchte es trotzdem tun, um von diesem Einstieg aus uns das Thema zu entfalten. Seit ungefähr 30 Jahren geistert, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, geistert ein Name durch die Weltpresse, kursiert durch alle Regierungskreise, konfrontiert alle Regierungen dieser Welt, füllt die Spalten der Weltpresse. Und es gibt kaum eine Nachrichtensendung an irgendeinem Tage in Funk und Fernsehen, wo nicht der Name Palästinenser erscheint. Und wir haben eine allgemeine Vorstellung über diese Leute. Palästinenser sind Leute, die in irgendwelchen Elendsquartieren wohnen, die vor circa 30 Jahren mal von den harten, bösen Israelis ihres Heimatlandes beraubt und vertrieben wurden, die östlich über den Jordan geflüchtet sind nach Jordanien,
die nach Süden, nach Ägypten geflüchtet sind, bis zum sogenannten Gaza-Streifen, dort wohnen ca. 300.000, und die rauf nach Syrien und besonders zum Libanon geflüchtet sind. Und diese Palästinenser leben nun, von der UNO unterstützt, kostet jedes Jahr Milliarden, leben nun in erbärmlichen Flüchtlingshäusern, die wir in Jericho sehen können, dort können wir hineingehen, und die können wir dort beschauen, die stehen leer seit 1967. Und das sind also die Palästinenser, die keine Heimat haben, die in Flüchtlingslagen, in Flüchtlingsorten existieren müssen. Und bis auf den heutigen Tag bequemt sich der moderne Staat Israel nicht, diesem Volk Selbstbestimmungsrecht und Heimatland zu geben. Jetzt kommt seit dem 6. Juni dieses Jahres noch etwas Zusätzliches hinzu, dass Israel es gewagt hat, in den Libanon einzumarschieren und bei der 45 Kilometer Sicherheitsgrenze am Litani-Fluss im Libanon nicht stehen geblieben ist, sondern bis Beirut durchgedrungen ist und in einem Handstreich, den die ganze Welt ins Erstaunen gesetzt hat, alle syrisch-russischen Raketenbasen in wenigen Augenblicken vom Erdboden weggefegt hat. In einer elektronischen, kriegerischen, flugtechnischen Meisterleistung ohnegleichen, dass die ganze militärische Welt erschreckte und aufhorchte. Was ist das für ein kleines Völkchen von 3,5 Millionen? Die gefürchteten, auf Westeuropa gerichteten SAM-24-Raketen, die hat Israel im sogenannten Baakatal auf einen Tag vernichtet. Dann kamen die SAM oder SS-8 und SS-9, auch sie wurden am selben Tage vernichtet. Circa 90 MiG-23-Jäger sind mit Leichtigkeit vom Himmel heruntergeholt werden, ohne dass Israel ein eigenes Flugzeug verlor. Und dann werden all die Zahlen genannt, was dieses kleine Volk dort im Libanon gewirkt hat. Das kommt also jetzt noch dazu. Und jetzt rundet sich das erschreckende Bild ab. Israel wird als viertgrößte militärische Macht dargestellt. Jetzt haben sie sogar die Palästinenser im Libanon angegriffen. Und nun hat man diese Schreckensbilder gesehen von den vielen verwundeten und ermordeten Menschen. Sollten 16.000 Zivilisten umgekommen sein. In Wirklichkeit sind da nur noch 1.600 übrig geblieben. Und man sieht niedergewalzte Dörfer und Städte zerschossen, zerbombt. Die Israelis hätten die Krankenhäuser angegriffen und viele Zivilbevölkerung umgebracht. Und nun haben wir dieses etwas einseitige Bild. Es gibt hier und da Nachrichtensendungen, die dann objektiver sind. Es gibt auch einige Zeitungen in unserem Land, die auch etwas anderes berichten. Aber das allgemeine Bild sieht so aus. Und nun stellen wir die Frage, wo einst der hohe Priester im Neuen Testament den Stephanus fragte, ist dem also? Das Volk Israel ist angeklagt, seit 34 Jahren den Palästinensern keine Heimat zu geben. Und das Volk Israel ist angeklagt, jetzt so viele Zivilpersonen im Libanon umgebracht zu haben. Wenn wir in dieses Thema einsteigen, müssen wir etwas weiter vorne anfangen und müssen, bevor wir überhaupt zu dem Volke der Palästinenser kommen, erst einmal über das Land Palästina nachdenken. Und da wird uns als erstes interessieren, dass der Name Palästina nur von den größten Feinden des Volkes Israel gebraucht wurde, nachdem das Volk Israel im Jahre 586 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft gegangen ist. Bis zur Tempelzerstörung unter Nebukadnezar am 9. Av, dem 10. August, des Jahres 586 vor Christus existierte das Wort Palästina nirgends in der Welt. Aber siehe da, nachdem Israel unter die babylonische Herrschaft kam und nach der babylonischen Herrschaft die Perser das Judenvolk ungefähr 200 Jahre beherrschten, reist ein griechischer Geschichtsschreiber mit Namen Herodot durch die große Hegemonie des Persischen Reiches. Er kommt in eines dieser Satellitenstaaten und weiß, die Perser herrschen dort und er bereist dieses Land. Er kommt oben von Griechenland über die Türkei, er kommt über Syrien, den Libanon herunter
reist durch die ganze Küstenebene über Saron und die Philisterebene und kommt bis hinunter nach Ägypten und schreibt ein dickes, neunbändiges Geschichtswerk über die damalige Weltsituation und bezeichnet nun seltsamerweise das ganze Land, das zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan liegt, das er aber nicht ganz bereist hat, nur die Küstenebene hat er durchreist. Dann beschreibt dieser griechische Geschichtsschreiber Herodot dieses Land mit dem Namen Philistea. Und zwar nach den größten Feinden Israels, nach den Philistern. Warum? Nun, weil dieser liebe Herodot eben nur in der Philisterebene war. Er fängt oben am Berge Karmel an, fährt die 100 Kilometer durch die Saronebene und kommt dann die weiteren 80 bis 100 Kilometer durch die Philisterebene, die, weil die Philister da mal wohnten, Philistea genannt werden. Und auf das ganze Land Israel überträgt er nun den Namen Philistea. Und seit dieser Zeit heißt dieses Land so ausschließlich bei den Feinden Israels. Und als die Römer 70 nach Christus den Tempel zerstörten, wollten sie den Namen Israel, Judäa, Jerusalem unter den Himmel ausrotten und besann sich das Jahr ungefähr zwischen 500 und 424, der gute griechische Geschichtsschreiber Herodot gelebt hat. Sie erinnerten sich an diesen Namen Philistea, an diesen Geschichtsschreiber. Er stand wohl in der kaiserlichen Bibliothek auch in Rom. Und man nannte nun von 70 nach Christus an bis 1948 das Land Israel Philistea. Und durch die Umwandlung in unsere Sprache wurde daraus Palästina. Und es war ein Schimpf und ein Schandname, genannt nach den fünf Philisterstädten, wo die Philister die größten Feinde Israels waren und obwohl die Philister ausgestorben und ausgerottet sind, seit runden 2000 Jahren, die letzte Stadt, die zur Zeit der Römer übrig blieb, war Aschdod. Auch Aschdod ist verschwunden unter dem Ansturm der Byzantiner im 3. Jahrhundert nach Christus. Seit dieser Zeit existiert kein Philister mehr, aber der Name Philistea, Philisterland, hat bis heute seinen Namen durchgehalten, bis 1948 über das ganze Land der Bibel und kommt heute wieder in den Palästinensern. Wir wenden uns nun diesem Lande Israel zu. Das ganze Land Israel wird also jetzt als Palästina, als Philistea, als Philisterland gezeigt. Und wenn wir uns dieses Land anschauen, ich kann jetzt eine große Karte hier entfalten, braucht das nicht tun, Sie haben alle eine Vorstellung von dem Lande Israel, so muss ich nur kurz einige geschichtliche Fakten ins Gedächtnis zurückrufen, um Ihnen zu zeigen, dass auch in der Zeit, wo das Land Israel mit dem Schimpfnamen Philistea belegt wurde, dass auch in dieser Zeit das ganze Philistea, das ganze Palästinaland ein einziger monolithischer Block war, in den Grenzen, auch wenn andere Völker dort wohnten, wo Israel jetzt in den letzten 2000 Jahren in der Zerstreuung war, das war eine riesengroße Landmasse rechts und links vom Jordan. Und genauso wie Israel, so hat es Gott Abraham gesprochen, wie Israel gewohnt hat, westlich des Jordans und östlich des Jordans. Westlich des Jordans waren die 9,5 Stämme und östlich des Jordans die 2,5 Stämme, halb Manasse, Gad und der Stamm Ruben. Und wenn wir jetzt eine Landkarte hier hätten, dann könnten wir aufzeichnen, bitte, so groß ist das Land Israel, was über 2000 Jahre Philistea genannt wurde, ist das Land gewesen bis zum 29. November 1947. Es hat immer ein einheitliches Land gegeben, was Philistea oder Palästina genannt wurde. Als die Römer dort kamen und nach den Römern die Byzantinern im 3. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert die arabischen Eroberer, dann im Jahre 1099 die Kreuzfahrer und dann später die Mamelucken Jahre 1291 und noch später die Türken im Jahre 1517. Es gab immer nur eine geografische Größe rechts und links vom Jordan, heißt alles Philistea oder Palästina. Das jetzt erstmal zu dem Land. Das heißt, es hat nie ein Land, ein zerrissenes oder ein geteiltes Land Palästina gegeben bis zum 29. November 1947. Aber an diesem Schicksalstag entschied die UNO in New York auf dringenden Appell der Engländer,
die 30 Jahre eine sogenannte Mandatsherrschaft in Palästina hatten. Die UNO entschied, dass Palästina geteilt werden soll in einen arabischen und jüdischen Teil, weil die Engländer nicht mehr Herr der politischen Lage im Lande Palästina waren. Hier beginnt also die erste politische Teilung durch die UNO am 29. November 1947. Hinzu kommt einige Monate später, am 15. Mai 1948, die militärische Teilung dieses Landes. Die Engländer geben ihre 30-jährige Mandatsherrschaft auf, weil ihnen die jüdische Untergrundbewegung unter einem Führer mit seiner Frau, die im Augenblick schwer krank ist, und dieser Führer heißt Menachem Begin, weil diese Männer im Untergrund gegen die englische Herrschaft opponieren. Denn die Engländer haben fast 30 Jahre ausschließlich zu den Arabern gehalten. Und ich könnte Ihnen jetzt nur ein einziges Beispiel erzählen, damit Sie sehen, wie die Engländer in den 30 Jahren mit den Arabern hielten und gegen Israel waren. Das berühmte King David Hotel in Jerusalem, man kann es heute noch sehen, wurde von dem Volk, von den Arabern und Juden genannt, Bevingrad. Nicht Stalingrad, sondern Bevingrad. Bevin, das war damals ein berühmter englischer Außenminister. Und dieses Hotel, wo die englische Regierung in Palästina drin residierte, war mit allen Minen und mit allem Stacheldraht und mit allen Panzersperren versehen, dass es also eingekesselt war wie Stalingrad und man nannte der Herrschaft Bevingrad. Und das Seltsame war, dass nun alle Personen, die ein- und ausgingen, kontrolliert wurden, nur nicht die Araber. Warum nicht? Nun ja, weil die Engländer so dickfreund mit den Arabern waren, dass sie von den Arabern nichts zu erwarten hatten. Das machten sich nun die israelischen Untergrundkämpfer zunutze. Sie kidnappten eines Tages den arabischen Milchwagen. Sie schütteten sie gossen die Milch aus und in die Milchkannen kam Sprengstoff. Und die arabischen Milchfahrer, die wurden gefesselt in irgendeinen Keller gelegt und eingeschlossen. In ihre Montur, Uniform und Kleidung gingen zwei Israelis, die fließend Arabisch sprachen. Und sie fuhren nun als Milchmänner, als arabische Milchmänner, freundlich grüßend, in dieses King David Hotel hinein. Dann montierten sie ihre Milchkannen irgendwo im Keller an und riefen nun mehrmals an, sie möchten doch das Hotel räumen. Um 11.32 Uhr fliegt das Hotel in die Luft. Naja, die Beamten am Telefon lachten, was können die jungen, dummen Juden denn machen? Aber siehe da, die dummen Juden hat es uns geschafft. Um 11.32 Uhr fliegt der ganze rechte Flügel des King Davids Hotels in die Luft. Warum eigentlich? Weil die Israelis so tüchtig waren? Nicht unbedingt. Sondern weil die einseitige Haltung der Engländer diese Politik getrieben hat. Und so ging das 30 Jahre, ich könnte jetzt stundenlang nur über diese 30 Jahre erzählen. Und Israel opponierte dagegen und die Engländer kamen nicht mehr zurecht zwischen diesem Streit, besonders auch zwischen den Arabern und Juden, und zogen ab. Und nun kommt die militärische Teilung. In der Nacht vom 14. zum 15. April 1948 überfallen 5 reguläre Armeen den jungen Staat Israel. Es ist die sogar Irak dabei, also das alte Babylon, hat Soldaten geschickt, der Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten. Und alle 5 Armeen haben die besten Waffen der Engländer. Und alle 5 Armeen sind gedrillt und ausgebildet durch die besten englischen Offiziere. Was tun nun die 600.000 jüdischen Männer, Frauen, Kinder, Greise, Säuglinge? Sie wehren sich verzweifelt gegen diese Übermacht. Wenn wir nach Yad Madorai kommen, an der Grenze runter nach Ägypten zum Gaza-Streifen, dann sehen wir heute noch diese primitiven Stellungen, diese lächerlichen Gewehre, die sie aus der ganzen Welt zusammengesucht haben. Und dort haben 130 Männer und Frauen 6 volle Tage lang ein ägyptisches Regiment von 2500 ägyptischen Soldaten mit Panzern und Flugzeugen aufgehalten. 130 Menschlein. Und erst als 35 verwundet und 23 getötet waren,
mussten sich die Verteidiger aus diesem Kibbutz zurückziehen. Es war ein Überlebenskampf ohne Gleichen. Und nun musste Israel ein Teil des biblischen Landes an Jordanien abgeben. Und Jordanien besetzte Ostjerusalem, Jordanien besetzte Samaria und Jordanien besetzte Judäa. Und die Ägypter bekamen den Gazastreifen. Die Syrer kamen bis zu den Golanhöhen und siehe da, jetzt kam die zweite Teilung. Die politische 1947 durch die UNO und die militärische 1948 durch die Okkupation, durch das widerrechtliche Aneignung biblischen Landes, durch Syrien mit den Golanhöhen, durch Ägypten mit dem Gazastreifen und durch Jordanien mit Judäa, Samaria und Ostjerusalem. Und kein arabischer Staat und kein europäischer Staat und kein Staat der Welt hat das je als gültige Grenze anerkannt. Aber es war facto geschehen, militärisch war jetzt das Land in zwei Teile zerrissen. Und das blieb bis 1967, bis Israel das Land zurückeroberte und das Land westlich des Jordans bis hinunter zum Suezkanal und oben zu den Golanhöhen wieder vereinigte. Wir verlassen diesen Punkt. Es hat bis 1947 trotzdem Israel in der Zerstreuung unter den Völkern war und trotzdem eine Unzahl von Völkern das Land Palästina und Israel in den Jahrtausenden überrannt haben, hat es immer nur eine einheitliche geografische Landfläche gegeben, die Palästina genannt wurde, das frühere Israel. Jetzt kommen wir zu den Palästinensern. Was sind die Palästinenser? Nun, ihr Lieben, diese Rechnung ist ganz einfach zu lösen. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Und da müssen wir sagen, die Palästinenser gibt es gar nicht, so wie sie uns in der Weltpresse immer dargestellt werden. Erstens gehen wir zu dem Namen Philistäer, Philisterland. Und dann sind ja eigentlich die Palästinenser nur die Philister. Das heißt, die Bewohner, die mal auch von der Insel Kreta kamen und die fünf Philisterstädte Aschkelon, Ashdod, Gaza, Ekron und Gat bewohnt haben. Das sind die eigentlichen Philistäer, die eigentlichen Palästinenser. Aber die sind hier schon 2000 Jahre tot. Gut, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört. 135 nach Christus hat Bar Kochba den letzten Aufstand mit den Juden gegen die Römer gewagt. Die letzten Juden sind umgekommen und aus dem Land gejagt worden. Der römische Kaiser Hadrian hat aus Jerusalem eine Elia Capitolina gemacht. Eine ganz gräuliche heidnische Stadt. Es war den Juden bei Todesstrafe verboten, nach Jerusalem zu kommen, dort zu beten oder zu wohnen. Und nun, wo sind denn die Palästinenser? Nun, die Palästinenser sind ja eigentlich nicht da. Aber Israel oder Palästina hat jetzt verschiedene Besatzungsvölker. Die 10. römische Legion hat ihren Adler über Jerusalem gehisst. Und die Römer bleiben als Besatzungsmacht bis zum Jahre 325 dort, bis die byzantinischen Kaiser kommen, die oströmischen Kaiser. Und weil nun der Konstantin zum Christentum übergetreten ist, wird nun Jerusalem und Palästina ein christliches Land. Und wer kommt jetzt ins Land? Jetzt kommen von Armenien, jetzt kommen von Ägypten, jetzt kommen von Syrien, von der Türkei, von allen umliegenden Ländern christliche Scharen, christliche Völker für 300 Jahre ins Land bis zum Stichjahr 638 nach Christus. 638 nach Christus kommen die Mohammedaner aus der Wüste, aus der arabischen Wüste, erobern die heilige Stadt und das heilige Land, zerstören alle Kirchen, metzeln alles, was christlich ist, nieder, dass nur die Kopten, die Syrer, 638 nach Christus kommen die Mohammedaner aus der Wüste, aus der arabischen Wüste, erobern die heilige Stadt und das heilige Land, zerstören alle Kirchen, metzeln alles, was christlich ist, nieder, dass nur die Kopten, die Syrer und die Armenier übrig bleiben, die heute noch zu Tausenden in Jerusalem leben.
Nun sind also die Araber als die Herren eingezogen im Jahre 638, bauen ihre beiden prächtigen Moscheen auf dem alten Tempelplatz. Die Moscheen stehen jetzt schon 1300 Jahre. Und im Jahre 1099 beginnt die Invasion der europäischen Völker. Ich frage Sie wieder, wo sind die Palästinenser? Jetzt kommen 200 Jahre die Franken, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer, die Österreicher, die Spanier, die Italiener. Sie richten das Königreich von Jerusalem auf. Sie metzeln alles nieder, was arabisch, muslimisch oder jüdisch ist. Ich frage Sie, wo sind in diesen 200 Jahren die Palästinenser? Die Palästinenser sind dann in den 200 Jahren die Europäer. Jetzt ist das vorüber. Jetzt kommen für ungefähr 300 Jahre aus Ägypten die Mamelucken. Was sind denn die Mamelucken? Nun, die Mamelucken ist ein Sklavenvolk. Und dieses Sklavenvolk in Ägypten bekommt die Freiheit und erobert und ihrem Anführer Palästina beherrscht dieses Land, besiedelt dieses Land und beherrscht Jerusalem bis 1517. Die Türken kommen. In diesen 300 Jahren, wer sind denn die Palästinenser? Nun, das sind die ägyptischen Mamelucken. Die Palästinenser, die heute in der Weltpresse so groß gemacht werden, die gibt es in den ganzen Jahrhunderten nicht. Und nun kommen die Türken 517 bis 1917. Wem gehört das Land Israel? Der türkischen Krone in Konstantinopel. Jeder Quadratmeter von Palästina gehört dem Sultan in Konstantinopel. Und als Theodor Herzl, der bereits 1904 gestorben ist, den Herrn Sultan in Konstantinopel fünfmal besucht hat und ihn bewegen wollte, dass er das Land Palästina freigibt zur Besiedlung für die Juden, hat ihn jedes Mal mit der abschlägigen Antwort beschieden und hat ihn überhaupt nicht persönlich empfangen, sondern hat ihn nur durch Mittelsmänner mitteilen lassen, was er wage, als Jude nach Konstantinopel zu kommen, um das Land Palästina zu bitten, was die türkischen Söhne mit ihrem Blut erobert haben für das sogenannte Osmanische Reich. Wer sind denn bis 1917 die Palästinenser? Das sind die Türken, die dort wohnen. Es sind ein paar christliche Völker da. Sie haben ein paar arabische Sklaven herzugeschleppt. In Jericho wohnen sogar schwarze Sklaven aus Numidien, aus Afrika. Wenn wir nach Jericho kommen, wundern wir uns, dass die Neger da wimmeln. Wenn wir raufkommen zum See Genezareth, dann ein ganzes riesengroßes Dorf mit Tscherkessen. Die Türken haben Tscherkessen von Südrussland dort in das Land geholt. Dann gibt es noch die Beduinen, dann gibt es noch die Drusen. Wer sind denn eigentlich die Palästinenser? Bis 1917 ist die Vorherrschaft der Türken dort. Es gibt keine Palästinenser. Aber nun, ihr Lieben, kommen wir zu der zentralen Frage. Und ich musste Sie diesen langen Geschichtsweg führen, damit Sie sehen, was heute für eine einseitige Information über die Palästinenserfrage uns dargelegt wird. Im Jahre 1840 beginnt eine zaghafte Einwanderung der Juden und ein englischer Jude mit Namen Montefiore fördert diese Einwanderung. Er baut die ersten Häuser, Windmühlen vor der Stadtmauer Jerusalems. Im Jahre 1870 geht es weiter. Es kommen ungefähr so viele Juden ins Land, dass um 1870 12.000 Juden bereits in Jerusalem wohnen. Im Jahre 1897 kommt eine starke Einwanderungswelle durch den Zionistenkongress in Basel. Theodor Herzl ruft die Juden der Welt auf, zurück nach Palästina. Im Jahre 1917 durch die Balfour-Erklärung schwillt die Einwanderung der Juden auf 12.000 Einwanderer pro Jahr an. Jetzt kommen die Juden ins Land und bitte verstehen Sie, was ich jetzt sage, sage ich mit Ernst, und finden im eigentlichen Sinne keine Palästinenser, sondern sie finden ein Sklavenvolk von Arabern, das einem Effendi, also einem türkischen Fürsten, versklavt ist. Und der Effendi ist dem türkischen Sultan in Konstantinopel verantwortlich. Unter dem Druck der Großmächte hat von 1860, 1870 an, durch das Wirken von Otto von Bismarck, hat der
türkische Sultan langsam etwas diese Sklaverei gelockert, dass die Effendis ihren Unterpächtern, ihren arabischen Sklaven, die im Lande wohnten, etwas persönliches Land überlassen mussten. Aber dieses Land wurde gegen Zinswucher abgegeben, dass die Menschen, die dort wohnen und die dort Arbeit suchten, die aus den umliegenden arabischen Ländern nach Palästina eingewandert waren, dass die in einer Zinsknechtschaft ohne Gleichen waren. Es gab in Jerusalem eine Klinik von einer amerikanischen Missionsgesellschaft, von einer Familie Stafford, die das gegründet hat. Die hatten sich dann mit Schweden zusammengetan und die haben festgestellt bis zum Jahre 1918, dass die arabischen Kinder, die sie in ihrer Klinik aufgenommen haben, die Mütter, die dort Kinder geboren haben, dass dort diese Kinder, dass sieben von sieben Kindern, sechs Kinder gestorben sind, bevor sie ins heiratsfähige Alter kamen. Das heißt, es mussten in einer Familie 14 Kinder geboren werden, damit ein Junge und ein Mädchen übrig bleibt. So grauenhaft waren die Zustände unter der türkischen Misswirtschaft, unter dem Sultan, der in Konstantinopel saß, und unter den Effendis, die ihr Geld, was sie von der arabischen Sklavenbevölkerung erbeuteten, in den Spielbanken von Beirut oder Damaskus oder Konstantinopel verjubelt haben. Die Lage der arabischen Bevölkerung, die dort zu wenigen Tausend wohnte, war katastrophal. Der ganze Norden war eine Sumpfwüste. Ich habe jetzt wieder Juden in der Jezreel-Ebene gesprochen. Ein über 80-jähriger Mann sagte mir, ich habe bis zum Hals im Sumpf gestanden. Es wimmelte von Schlangen und Skorpionen. Es sagte uns einer, der jahrelang einen Autobus gefahren ist. Er ist zwischen Jericho und Jerusalem durch ein trockenes Flussbett gefahren, wo es im Winter Wasser gibt und im Sommer ist das ausgetrocknet. Er sagt, das ist das erste Mal, dass er in seinem Leben Grauen bekommen hat, als sich alle vier Autoräder seines Lastwagens mit Schlangen voll gedreht haben. Und die Schlangen versuchten dann, herauf ins Viererhaus zu kommen. Dann musste sie mit den Füßen und mit dem Gewehrkolben heruntertreten. So war das Land unter dieser türkischen Misswirtschaft zugrunde gerichtet worden. Der ganze Süden war eine Sandwüste. Die Türken hatten eine Steuer eingeführt. Für jeden Baum musste die arabische Bevölkerung eine Steuer bezahlen. Und die Bevölkerung sagte, warum sollen wir Steuern bezahlen? Wir sägen die Bäume ab, dann brauchen wir keine Steuern zu bezahlen. Und Sie können sich vorstellen, wie das Land verwüstet, entwaldet wurde. Und dann baute man eine Bahn, die berühmte Bagdadbahn, und dann die Bahn rauf nach Jerusalem, auch der deutsche Kaiser Wilhelm mit der Bahn fuhr 1898, und die paar Bäumlein, die stehen geblieben waren, die musste man nun absägen. Und für die Bahn schienen die Schwellen zu haben, und die Bahn musste ja geheizt werden, Kohle gab es da nicht, also wurden die letzten Bäume verheizt. Das Land war im Norden ein Sumpf, im Süden eine Wüste. Im Westen eine Sanddünenwüste, 25 bis 30 Kilometer der 100 Kilometer Saron-Ebene waren eine Sandwüste. Und vom Himmel kamen die Heuschrecken, die alles abgefressen haben. Und das Volk, das dort lebte, wurde circa 25 bis 30 Jahre alt. Ein erbärmliches, ausgebeutetes Sklavenvölklein unter der Herrschaft der Türken. Und nun kommen die Israelis in Land. Die Juden. Und das erste arabische Sprichwort, was unter der Türkenherrschaft geprägt wurde, vor 1917 lautete, wo der Jude hintritt, da spritzt das Wasser heraus. Wo der Jude hintritt, spritzt das Wasser heraus. Weil als allererstes Israel anfing, das Land zu kultivieren, die Wüsten zu bewässern, die Sümpfe von der Malaria-Hölle zu befreien, dass sie durch ihre medizinische Arbeit das im Jahre 1943 geschafft hatten, dass es im Lande Palästina, wie es damals hieß, keinen Malaria-Kranken mehr gab. Und siehe da, zwischen 1917, wo die Türken abziehen mussten, bis 1948, wo der Staat Israel gegründet wurde, in diesen lächerlichen 31 Jahren stieg die Lebenserwartung der ehemals arabischen Sklaven unter türkischer Herrschaft, sie stieg von 25 auf 58 Jahre. Heute ist die Lebenserwartung der arabischen Bevölkerung unter israelischer Herrschaft 72 Jahre.
bei den Frauen 74 bis 76 Jahre. Überflügeln die Juden um einige Jahre, deren Lebenserwartung einige Jahre niedriger ist. Und nun sehen Sie, Israel kommt in das Land, findet diese versklavte, entnervte, ausgehungerte, ausgebeutete arabische Bevölkerung vor, die unter den Türken Leben, Arbeit, Wohnung gesucht haben und die durchschnittlich 25 bis 30 Jahre alt wurden. Sagt uns mal ein Jude, er hat viele bei den Orangenplantagen gebaut. Und er sagt uns, wenn man die Orangen angepflanzt hat, dann musste man ein riesengroßes, rundes Loch ausgraben und dann musste man das Orangenbäumchen hineinpflanzen. Und dann musste man das ganze halbrunde Loch mit Wasser ausfüllen und obendrauf musste man dann Erde streuen. Und das Wasser blieb dann unterirdisch unter diesem Erdmantel. Er achtet nun nicht darauf, tritt auf diesen Erdmantel drauf und rutscht aus. Damit er das eben gepflanzte Bäumchen nicht zerbricht, fasst er seinen arabischen Mitarbeiter am Gürtel, um sich bei dem Gürtel dieses arabischen Mitarbeiters festzuhalten. Und schlägt mit seiner Hand, hier wo ein normaler Mensch eine Leber hat, ihm an den Gürtel und denkt, dieser Mann hat ja einen Ziegelstein hier drunter. Schlägt sich die Hand wund. Als er dann wieder gerade auf den Beinen steht, sagt er zu dem guten Mann, der ein paar Wochen später tot war, er sagt ihm, sag mal, was hast du denn? Hast du einen Revolver oder was hast du hier unten drunter? Nein. Er hatte hier eine Leber und eine Milz, die wie ein Ziegelstein war. Und das war das Leben der arabischen Bevölkerung, bis das Israel in das Land einzog. Und nun geschah das Seltsame. 1917 war die Türkenherrschaft gebrochen. Die englische Mandatsherrschaft war nur wie eine Oberherrschaft. Die Engländer hatten 120 Polizisten in ganz Palästina. 120 Polizisten, so friedlich ging es zwischen der israelischen und zwischen der arabischen Bevölkerung zu. Warum? Nun, wo ein Jude hintritt, da spritzt das Wasser raus. Die Juden fingen an, das Land fruchtbar zu machen. Die Juden bauten Krankenhäuser, sie bauten Universitäten. Sie gaben der einheimischen arabischen Bevölkerung, die nun seltsamerweise von 1948 an Palästinenser genannt werden, diese ehemaligen unter den Türken versklavten Bevölkerung, gaben sie Leben, Brot, Lebenserwartung, medizinische Hilfe, dass diese Bevölkerung im modernen Staat Israel heute auf 1000 Einwohner 44 lebend geborene Kinder hat. Die arabische Bevölkerung, die in Israel wohnt, das sind 1,3 Millionen Araber, die unter israelischer Oberhoheit wohnen. Sie haben 44 lebend geborene Kinder auf 1000 arabische Einwohner. In der Bundesrepublik haben wir auf 1000 Einwohner 12 lebend geborene Kinder. Da haben Sie den Unterschied. Und die jüdische Bevölkerung in Israel hat auf 1000 Einwohner 28 lebend geborene Kinder. Die arabische Bevölkerung verbreitet sich am stärksten durch den Wohlstand und durch die Hygiene. Durch die Krankenhaus- und Hospitalarbeit, besonders an Säuglingen und Müttern, werdenden Müttern, Müttern, die Kinder geboren haben, dass die arabische Bevölkerung heute den stärksten Geburtenzuwachs hat im modernen Staat Israel. Als nun die Juden anfingen, das ganze verwüstete Land umzuwandeln in eine Wüste, zog das natürlich die umliegenden Araber an. Sie kamen vom Süden von Ägypten, sie kamen im Norden vom Libanon, sie kamen im Westen von dem sogenannten Jordan. Und bis zum Jahre 1936, 1939 lebt die arabische Bevölkerung mit der israelischen Bevölkerung Hand in Hand. Sie leben durcheinander in Dörfern und Städten. Der verstorbene Minister Yigal Alon hat als eine einzige jüdische Familie jahrzehntelang in einem arabischen Dorf gewohnt. Sie leben herrlich in Frieden, in Freuden untereinander. Warum? Nun, die Juden, die Israeliten sind die großen Glücksbringer. Sie haben die Malaria besiegt, sie haben die Sümpfe ausgerottet, sie haben die Wüste in einen blühenden Gottesgarten gemacht.
Sie haben der arabischen Bevölkerung das Leben verlängert auf heute 72 bis 76 Jahre, dass die Araber heute den Kinderzuwachs von 44 Kindern auf 1000 Einwohner haben, bis zum Jahre 1936 ist alles in tiefsten Frieden und Harmonie. Kein Mensch spricht irgendwie in der Klassifikation, das sind Palästinenser, das sind Palästinenser. Es ist alles in Frieden. Aber nun geschieht ein entsetzlicher Feuersturm. Israel bringt eine Briefmarke heraus und auf dieser Briefmarke ist der Felsendom, die Oma-Moschee, abgebildet. Und nun bringen die fanatischen arabischen muslimischen Führer das Gerücht auf, die Juden wollen den Tempelplatz stürmen und wollen die Oma und Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz niederbrennen und niederreißen. Und nun beginnt eine unglaubliche Kampagne, beginnen Hassausbrüche, Terrorakte der Araber gegen die Israelis und diese wunderbare Harmonie ist bis zum Jahre 1948 zerstört. Es gibt einige zwischenmenschliche Beziehungen, aber durch diese Briefmarke, die dort herausgekommen ist, haben die arabischen muslimischen Führer endlich einen Grund, gegen Israel vorzugehen. Denn die muslimischen Führer müssen gegen Israel vorgehen. Warum? Weil sie zu den 500 Feudalfamilien in Palästina gehören, die das arabische Volk bis 1917 unter den Türken beherrscht haben. Nun kommen die Israelis ins Land und die Israelis bringen den Arabern Demokratie. Durch die Demokratie verlieren die arabischen Feudalherren die 500 von den oberen 10.000 den Einfluss im Volk. Dass zum Beispiel die arabische Bevölkerung heute demokratisch wählen kann und auch wählt, und 8 Abgeordnete im Parlament hat. Das hört man natürlich hier im Westen nicht, dass die Araber 8 Abgeordnete im israelischen Parlament hat. Dass ein drusischer und ein beduinischer Abgeordneter im israelischen Parlament sitzt, um diese Minderheiten zu vertreten. Und nun merken auf einmal diese 500 Feudalfamilien, Israel bringt Demokratie, Israel bringt Wohlstand, Israel bringt Unabhängigkeit von uns. Denn die Israelis kaufen von den Arabern das Land, müssen durch das Gesetz der Engländer von 1927 die Steine von den Arabern kaufen und jeder Araber kann von seinem Haus einen Steinbruch aufmachen auf dem Mittelgebirge von Jerusalem bis rauf zum Berge Karmel, weil dort alles weiß oder rötlicher Kalkstein ist. Die Araber sind zu einem großen Wohlstand gekommen durch die Aufbauarbeit der Israelis. Und nun sehen die Feudalherren, das arabische Volk gleitet ihnen aus der Hand. Und nun nutzen sie die religiöse Masche und sagen, die Juden wollen den Tempelplatz stürmen. Bitte, ihr habt ja die Briefmarke. Hier ist die Oma-Moschee auf dem Tempelplatz zu sehen. Und nun beginnt der Streit. Und der Streit der Araber zwischen den Israelis ist vordergründig nicht ein politischer, sondern ein religiöser. Er fängt mit dieser Briefmarke an. Und weitet sich aus, dass die Bevölkerung in Hebron niedergemetzelt wurde, dass nicht ein einziger Jude in Hebron überlebt hat. Dass die jüdische Bevölkerung erst 1967 wieder nach Hebron kam, nach über 20 Jahren, durch diese Briefmarke ausgelöst. Die Engländer ziehen 1948 ab. Und nun sind wir bei den Palästinensern, wie die Welt sie heute darstellt. Jetzt kommen wieder diese obersten geistlichen Führer, Muezzin und Ayatollah und Mullah und wie die Herren alle heißen genannt. Und an ihrer Spitze steht der Großmufti von Jerusalem, Mohammed el-Hussein genannt. Ein Herr, der 1943 in Berlin war. Und Adolf Hitler und Heinrich Himmler bestürmt hat, dass ja die Truppen von dem Generalfeldmarschall Erwin Rommel in Nordafrika nach Palästina durchstoßen sollen, um die Juden abzuschlachten und die Palästina-Frage zu lösen. Der Großmufti von Jerusalem
Mohammed el-Hussein war 1943 in Berlin und hat besonders Himmler und auch Hitler beschworen, kommt ja nach Palästina. Wir wetzen schon die Messer, um die Juden abzuschlachten, und unsere Frauen backen schon den Kuchen, denn Rommel stand ja 1942 bis El Alamein. Aber am 2. November war das Märchen aus. Wir kennen diese Geschichte. Und dieser Großmufti el-Hussein gibt nun den Arabern, die im Lande wohnen, die zu einem ungeheuren Wohlstand gekommen sind, dass sie jedem ihrer Kinder ein Häuslein bauen und das Häuslein schön bauen können. Warum? Nun, weil in Israel der Sabbat der offizielle Feiertag ist. Für jeden Juden, für jeden Christen, für jeden Katholiken, das ist eben der Landes-, der Wochenstaatsfeiertag, da arbeitet man nicht. Und was machen nun die Araber? Die haben ja am Freitag ihren muslimischen Feiertag. Und dann gehen sie eine Stunde in die Synagoge, dann arbeiten sie weiter. Und am Sabbat kommt die Großfamilie zusammen, wo die Juden ihren Sabbat haben, der offizielle Staatsfeiertag. Und dann wird eben ein Haus nach dem anderen gebaut. Denn der Wohlstand durch den Aufschwung der israelischen Wirtschaft hat das möglich gemacht. Und siehe da, die sind jetzt so reich geworden, dass man eine Unzahl von Häusern gefunden hat, wo in die Wände hinein ihre Goldschätze gegraben wurden. Denn der Araber hat nie sein Geld auf die Bank gebracht, sondern hat es in den Hohlwänden seiner schön neu erbauten Häuser schön eingemauert. Wer da etwas Ahnung hatte, der konnte an den Wänden lang gehen und klopfen und wusste ganz genau, wo die Araber ihre Goldschätze vergraben hatten. Und nun kommt dieser el-Hussein, der Großmufti von Jerusalem, auf folgende Idee. Er sagt, stellt euch mal vor, es sind nur 600.000 Juden hier. Und wir wollen diese Juden jetzt endgültig ausrotten. Adolf Hitler ist nicht gekommen, Herr Rommel und Herr Himmler auch nicht. Jetzt werden wir unsere arabischen Brüder berufen. Wir rufen die 5 regulären, bestausgerüsteten Armeen, besonders die Jordanier, die jordanische Armee, war eine der tüchtigsten Armeen, die damals gegen Israel gekämpft haben. Weil die jordanische Armee aus Beduinen bestand. Und die Beduinen kamen aus einem Stammesverband. Und der Beduinen schwor in seinem Stammesverband, sich nie zu ergeben und nie in Kriegsgefangenschaft zu leben. Und wenn er seine Kugeln verschossen hatte, dann dreht er sein Gewehr um und schlug so lange zu, bis der Gewehrkolben kaputt war. Und wenn er nicht mehr weiterschlagen konnte, dann nahm er rechts oder links sein Messer raus, was er bei sich hatte, und kämpfte mit dem Messer in der Hand, so lange, bis er umkam. Aber Gefangenschaft gab's nicht. Ergeben gab's nicht. Und nun sagte der Großmufti von Jerusalem, diese Soldaten werden wir rufen. Die Jordanier, die werden auf dem Ölberg ihre Kanonen aufstellen, und das haben sie auch getan, die Jordanier. Sie haben 26 Tage lang, Tag und Nacht Jerusalem beschossen vom Ölberg aus, 26 Tage und 26 Nächte ohne Aufhören Jerusalem beschossen. Und der Großmufti gibt nun den arabischen Mitbürgern, die durch den israelischen Wohlstand zu reichen, wohlhabenden Bürgern geworden sind, folgenden Rat. Wenn die 5 regulären arabischen Armeen die Juden abschlachten werden, dann werden die Juden verlieren. Aber ihr wisst ja, die Juden sind raffinierte Leute. Was werden die machen? Die werden eure Dörfer und eure Städte einkreisen und werden euch als Geisel nehmen. Und werden sagen, wir schießen sofort, wir bringen sofort alle Araber um, die hier auf der Westseite des Jordans leben, also Hebron und Samaria, Gazastreifen, Ostjerusalem. Und wenn dann die regulären Armeen kommen, dann werden sie die besten Ergebnisse heraus verhandeln, ohne dass sie groß schießen müssen. Bitte, wenn ihr 5 regulären Armeen uns angreift, wir metzeln hier die arabische Zivilbevölkerung nieder. Also, lasst eure Finger von uns Juden, dann lassen wir Juden unsere Finger von den arabischen Zivilisten. Das denkt sich nun das teuflische Gehirn dieses Großmufti von Jerusalem mit Namen el-Hussein aus. Und nun überredet er mit dieser Erfindung von Februar bis Mai 1948 400.000 arabische Männer, Frauen und Kinder,
dass sie besonders nach Jordanien, über den Jordan und rauf nach Syrien und Libanon gehen und abwarten, wenn die fünf regulären Armeen nun einmarschiert sind. Und die Juden haben dann im Lande keine arabischen Geißeln, hinter denen sie sich verstecken können. Wird das ein paar Wochen sein, dass nun die fünf regulären arabischen Armeen die Juden im Lande Palästina abgeschlachtet haben? Und dann können die 400.000, die freiwillig gegangen sind, sie können dann wieder zurückkommen. Als nun der Krieg beginnt, am 15. Mai 48, die Engländer sind abgezogen, gibt der Großmufti von Jerusalem nochmal einen Appell. Und er ruft den ganzen Monat Mai seine arabischen Mitbürger auf, sofort das Land zu verlassen, denn es sind noch zu viele Araber hier. Es sind dann lächerliche 170.000 geblieben. Die anderen sind alle geflüchtet. Es sind runde 560.000 bis 600.000 insgesamt weggegangen. Die Juden sollen ja keinen Araber als Geisel nehmen können, um irgendwelche Friedensbedingungen oder Waffenstillstandverhandlungen herauszuschinden. Und die von dem Großmufti von Jerusalem zur Flucht animierten Leute sind diese betrogene arabische Bevölkerung, die in der Welt hochgespielt wird als die Palästinenser-Flüchtlinge, die angeblich durch die Israelis vertrieben worden wären. Und wenn ich jetzt mit Luther reden würde, würde ich sagen, es ist alles erstunken und erlogen. Genau das Gegenteil ist der Fall gewesen, dass die Juden, die Jahrzehnte mit den Arabern zusammengewohnt haben, Generationen, ein Mann am See Genezareth sagte mir, ich habe Generationen mit ihnen zusammengewohnt. Der konnte fließender Arabisch, wie man überhaupt Arabisch sprechen kann. Der größte Teil der israelischen Bevölkerung spricht fließend Arabisch. Und die Soldaten, die heute im Libanon sind, die sprechen alle fließend Arabisch. Warum? Nun, weil sie mit den Araberkindern großgewachsen sind. Sie waren ja in den Dörfern, in den Städten zusammen. Jaffa und Tel Aviv, das war eine einzige Stadt. Und was hat die Einwohnerschaft der Araber gemacht? Über 20.000 von Jaffa, sie sind geflüchtet bis auf den letzten Mann. Die Einwohner von Haifa, sie sind geflüchtet bis auf den letzten Mann. Warum? Nun, weil der Großmufti von Jerusalem ihnen dieses unsinnige Zeug erzählt hat. Die Juden werden euch als Geisel nehmen und euch abschlachten, wenn dann die arabischen Armeen kommen. Nun sehen Sie, dadurch sind die Palästinenser Flüchtlinge entstanden, die weder von Israel vertrieben, noch von Israel davongejagt wurden, sondern durch dieses erlogene Gerücht des eigenen Führers, des muslimischen Oberhirten in Jerusalem, Großmufti genannt, zu Palästinenser Flüchtlingen geworden sind. Und dass die ca. 600.000 Araber, die geflüchtet sind, dass die das geglaubt haben, was ihr Großmufti ihnen erzählt hat, das haben die Israelis gefunden, wenn sie dann an den Wänden lang gingen und klopften. Sie hatten dort alle ihre Schätze gelassen. Sie hatten keinen einzigen Goldschatz oder Gold und Silber oder Schmuck oder was hatten mitgenommen, weil sie tatsächlich damit rechneten, die Juden werden in wenigen Wochen abgeschlachtet sein und es wird sich erfüllen, was unser lieber Großmufti in Jerusalem uns versprochen hat. Wir werden uns in das Hab und Gut der Juden setzen. Wir werden dieses reiche Land, was die Juden aufgebaut haben, unter uns teilen, in die schönen Häuser, in die schönen Städte, die die Juden gebaut haben. Wir werden uns die Frauen untereinander teilen, denn Mohammed hat uns ja erlaubt, vier Frauen zu heiraten. Und die jüdische Frau war besonders begehrt, nicht nur der Schönheit wegen, sondern weil die jüdische Frau Kameradin ihres Mannes war. Und weil sie als Kameraden mit ihrem Mann das Land Israel aufgebaut hatte. Und das hatten die Araber gesehen und das waren eben ihre Frauen nicht. Und dann begehrten sie diese jüdischen Frauen, mit denen sie in einer wirklichen kameradschaftlichen Ehe leben konnten. Und die Kinder, naja, die Kinder, die werden dann unsere Hilfsarbeiter, unsere Sklaven, unsere billigen Landarbeiter, die Kinder, die teilen wir untereinander. Und dann ist die Judenfrage gelöst.